Auf unserer Reise sind wir heute im Kurpark von Bad Füssing, eine blühende Oase, die die Menschen umarmt. Der Park ist wirklich eine Quelle der Lebensfreude, den inspirierte Gärtner mit viel Einfallsreichtum und profunder Pflanzenkenntnis entwickelt haben. Es ist ein Garten, der mit all seinen Pflanzen und Farben so aussieht, als wäre er auf Claude Monets Malpalette gemischt worden. Besondere Farbtupfer sind die hohen Eisbegonientürme, die von niedrigeren Beetpflanzen sanft umspielt werden. Am Eingang zum Kurpark drängeln sich die Besucher auf der Holzbrücke über dem großen Teich, um die Farbenpracht und die Majestät der Koi zu bewundern. Der Heilkräutergarten, hier kann man sich in Ruhe über diese faszinierenden Pflanzen informieren. Jedes Leiden hat in dem Heilkräutergarten seine Pflanze. Rasenteppich und der angrenzende Kurwald erklingen wie eine Sinfonie aus unendlich vielen Facetten der Farbe Grün, die überwältigende Harmonie und geradezu pastorale Ruhe ausstrahlt. Die Wasserfontäne als Kontrast zu dem ruhig wirkenden Rasenteppich und der imposanten Baumkulisse. Der Brunnen mit der Glückskugel und den klugen Raben vor der Spielbank. Die Kugel symbolisiert das Glück. Besonders beliebt ist der Ort der Ruhe. Blickfang ist die Skulpturengruppe. Sie zeigt die Prinzessin und den Froschkönig. Zu den jüngsten Errungenschaften des Kurparks zählen drei Schaugärten. Sie erteilen den Besuchern Anregungen, den eigenen Hausgarten mit einfachen Mitteln in ein kleines Paradies zu verwandeln. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie kommen wieder und hinterlassen einen kleinen Gruß bei der Froschkönigin.